er noch da. Po, balalala, balalala. Ob er überhaupt da gewesen war. Po, balalalalalala. Als dann nach der Wahl alles anders war, ganz anders war, ganz anders alles war, war einer als erster zum Einsparen da. Po, balalalalalala. Ist er schon noch da, po, fallalalala, fallalalala. Ob er überhaupt da gewesen war, po, fallalalalalala. Wohin mit dem der Minister war, so einer war ja mit Hornister da. Als Blitzpiepel stand er der Bahn ganz nah, po, fallalalalalala. Ist er schon weg oder ist er noch da? Fallalala, po, fallalala. Ob er überhaupt da gewesen war, po, fallalalalalala. Als Bahnlobbyist krümmt er sich kein Haar und erzählt, na klar, wie er als Minister war. Im Untersuchungsausschuss sagt er, wie toll er war, po, fallalalalalala. Ist er schon weg oder ist er noch da? Po, fallalalala. Ob er überhaupt da gewesen war, po, fallalalalalala. Er macht sich gern wichtiger, als er war, unheimlich wichtiger, als er wirklich war. Bei der Bahn sind Flitzpiepen richtig da, po, fallalalalalala. Ist er schon weg oder ist er noch da, po, fallalalala, po, fallalalala. Überhaupt schon da gewesen war, po, fallalalalalala. Wenn ich jetzt dann mal mit der Bahn was fahr, mit der Bahn mal fahr, der Deutschen Bahn mal war, vielleicht ist er dann schon als Schaffner da, po, fallalalalalala. Ist er schon da oder ist er noch da? Gerd Schinkel. Gerd Schinkel versteht sich ja als deutschsprachiger Roots-Musiker. Er schöpft seine musikalische Kreativität aus den menschlichen Verwurzelungen, also den Roots auf Englisch, die dem Leben Halt und Struktur geben und Leidenschaft wecken. So wie unsere Montagsdemo dieser Bürgerbewegung Halt und Struktur gibt und jeden Montag neu unsere Leidenschaft weckt, weiterhin auf die Straße zu gehen. Für gute Bahn statt Tunnelbahn. Herzlich willkommen zur 297. Montagsdemo hier auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Mein Name ist Matthias von Hermann von den Parkschützern und ich darf Sie heute hier das letzte Mal begrüßen vor Weihnachten, denn ab nächster Woche findet die Montagsdemo von Ihnen aus auf der linken Seite vor dem neuen Schloss statt, wegen Weihnachtsmarktrummel. Das Motto heute lautet: Kein Anschluss unter diesem Bahnhof. Ich möchte Ihnen zunächst eine Übersicht geben. Wir haben zwei Redner. Der erste Redner, Peter Erben von der Bürgerinitiative gegen Feinstaub. Ich unterbreche kurz. Herzlich willkommen, Ratsdemo vom Feuersee. Seit vielen Jahren jeden Montag Ratsdemo vom Feuersee zur Montagsdemo. Herzlich willkommen. Also zur Übersicht zurück. Zwei Redner heute. Der erste, Peter Erben von der Bürgerinitiative Feinstaub. Und der zweite, nach der Musik, Professor Wolfgang Hesse aus München zum Thema Stuttgart und Ulm werden durch Stuttgart 21 abgehängt. Kommen wir aber zu etwas anderem, und zwar an der Demo-Nummer, an der heutigen Demo-Nummer 297, merken Sie es, wir nähern uns der 300. Und das ist ein guter Anlass für viele Menschen in Stuttgart und im Umland,
den Protest gegen Stuttgart 21 einmal wieder in der Öffentlichkeit zu zeigen. Also einmal wieder zur Montagsdemo zu kommen, nämlich zur 300. Montagsdemo am 7. Dezember. Seit letzter Woche gibt es den Flyer zu dieser 300. Montagsdemo. Er ist diesmal im Querformat gehalten und rot. Einige von Ihnen kennen ihn sicher schon. Das Motto für diese 300. Montagsdemo lautet: Murks bleibt Murks und Montag bleibt Demo. Das sind immerhin zwei wahre Aussagen bis genau zu dem Tag, an dem Stuttgart 21 abgebrochen und eingestampft ist. Nutzen Sie also diesen Flyer. Auch heute, denke ich, werden wieder Leute mit diesem Flyer hier durch die Demo laufen. Es gibt ihn auch am Parkschützer-Infostand. Es gibt ihn an der Mahnwache. Wir haben insgesamt 20.000 Stück drucken lassen. Nutzen Sie also diesen Flyer, um in Ihrem Bekanntenkreis für diese Demo zu werben. In Ihrer Straße, in Ihrer Apotheke, bei Ihrem Gemüsehändler, in Ihrer Kneipe, in Ihrer Stadtteilbücherei. Egal, wo auch immer Menschen zusammenkommen, werben Sie für die 300. Montagsdemo am 7.12. vor dem Stuttgarter Bahnhof. Ja, hörst du das, Hara? Ja, wegen dem wahrscheinlich. Kommen wir zu unserem ersten Redner, Peter Erben von der Bürgerinitiative gegen Feinstaub. Sie nennt sich BI Neckartor. Er engagiert sich seit Jahren gegen Stuttgart 21 und gegen Feinstaub in dieser Stadt. Und heute möchte er vor allem werben für eine Feinstaubdemo am kommenden Samstag, den 21.11. hier in Stuttgart. Bitte schön, Peter Erben von der BI Neckartor. Könnt ihr mich gut verstehen? Also, guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde des Stuttgarter Kopfbahnhofs. Ich möchte mich vorneweg bedanken beim Demo-Team, dass ich heute Abend hier oben von der Bühne zu euch sprechen darf. Die Überschrift meiner Rede lautet: Stuttgart 21, das Dieselgate der Deutschen Bahn AG. Oder Stuttgart 21, der Garant für dauerhafte Überschreitung der Feinstaubgrenzwerte. Stuttgart 21 und die Abgasmanipulationen deutscher Autobauer haben eines gemeinsam: Beides ist Betrug an der Gesellschaft. Es fließen Milliarden Euro in die Taschen weniger auf Kosten von Leben, von Gesundheit und dem Wohlergehen der vielen Menschen in diesem Land. Im November, also ein kurzer Rückblick in Sachen Luftverschmutzung. Im November 2014, das ist nun mal gerade ein Jahr her, hat die EU ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen fortgesetzter gesetzeswidriger Überschreitung der Feinstaubwerte eingeleitet. Die Stuttgarter Behörden waren von da an gezwungen, zügig eine dritte Fortschreibung des lokalen Luftreinhalteplans aus dem Hut zu zaubern. Am 18. Juni diesen Jahres wurde ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet. Diesmal wegen der zu hohen Stickoxidbelastung in unseren Städten. Um das Problem zu lösen, schlägt die EU-Kommission unter anderem vor, Dieselfahrzeuge in bestimmten Stadtgebieten zu verbieten, weil eben vor allem Diesel die gesundheitsgefährdenden Stickoxide ausstießen. Wenige Wochen später, am 27. Juli, beschlossen Verkehrsminister Herrmann und Oberbürgermeister Kuhn und der Regierungspräsident Schmalzel ein Konzept für die Luftreinhaltung der Landeshauptstadt Stuttgart. Sie verkündeten nun das Ziel, bis zum Jahr 2021 die Einhaltung der Grenzwerte zu erreichen. Ein Zeitpunkt der Zielerreichung wird diesmal angegeben, weil die EU-Behörden dies ausdrücklich verlangen.
Oberbürgermeister Kuhn erklärt dazu: Wir müssen einerseits die Mobilität in der Stadt sicherstellen und zugleich die Gesundheitsvorsorge gegenüber den Bürgern gewährleisten. Weiter sagte er: Die Feinstaubwerte in Stuttgart sind ein Problem der gesamten Metropolregion. Und jetzt kommt's. Als Automobilstadt können wir gerade auch aus der Industrie Innovationen erwarten. Soweit Kuhn. Er sagte das, bevor der VW-Abgasskandal ihm die rosarote Autobrille von der Nase riss. Denn mit Motoren der Euronorm 6, die nur auf dem Papier sauber sind, lassen sich seine Grenzwertziele auch die nächsten 100 Jahre nicht erreichen. Anstatt sich auf profitorientierte Bahnzerstörer zu verlassen, sollte er zuerst seine eigenen Instrumente sinnvoll nutzen. Als da wären die SSB, das Gartenbauamt, das Stadtplanungsamt und die Straßenverkehrsordnung. Wie bei den Vorgängermodellen bisheriger Luftreinhaltepläne werden auch beim jüngsten Konzept wesentliche Forderungen der EU nicht erfüllt. Erstens, es fehlen rasch wirksame Maßnahmen. Und zweitens, es enthält Maßnahmen, deren Wirksamkeit auf freiwillige Verhaltensänderung basiert, obwohl diese Art von Maßnahmen nicht gesichert zum Ziel führen und deshalb von der EU abgelehnt werden. Die Zielerreichung ist 2021. Fällt euch was auf? Hier trifft Hermanns und Kuhns bestgeplantester, bis ins letzte Detail ausgeklügelter Luftreinhalte-Masterplan auf die Fertigstellung von dem bestgeplantesten Bahnprojekt aller Zeiten. Denn Stuttgart 21 ist ja, wie ihr alle wisst, mit seinem gefeierten dritten S-Bahn-Gleis am Flughafenhalt ein Meilenstein, der den ÖPNV der Region geradezu revolutioniert. Aber, meine Lieben, aus Dreck Gold machen funktioniert leider nur im Märchen. Im richtigen Leben können die Feinstaubgrenzwerte in Stuttgart dauerhaft nur eingehalten werden, wenn Stuttgart 21 verhindert wird. Um die Grenzwerte von Feinstaub und Stickoxiden heute einhalten zu können, müssen ab sofort geregelte Fahrverbote her. Nur so ist unser gesetzlicher Anspruch auf Gesundheitsschutz durchzusetzen. Wir wurden jetzt 10 Jahre hingehalten. Jetzt müssen die Personen, die heute politische Verantwortung haben, handeln. Um sie an ihre Pflicht zu erinnern, werden wir am kommenden Samstag, den 21. November um 13 Uhr auf dem Marienplatz eine Kundgebung veranstalten. Im Anschluss wird ein Demozug zu Fuß auf der B14 zum Verkehrsministerium und zum Rathaus ziehen, um unsere Forderungen dort schriftlich abzugeben. Gleichzeitig führt ein zweiter Demozug als Fahrraddemo über die Messstation am Neckartor. Und von dort dann zur Abschlusskundgebung an den Rotebühlplatz, an die Querspange. Wir haben noch Faltblätter, die werden jetzt verteilt, Demoaufrufe. Es gibt auch noch welche am Stand hier von den Parkschützern, da können sich auch noch Leute eindecken, die verteilen möchten. Ich lade euch ganz herzlich ein, uns am Samstag durch eure Teilnahme zu unterstützen. Gemeinsam werden wir oben bleiben. Dankeschön.
Dank. Peter Erben von der Bürgerinitiative Neckartor gegen den Feinstaub. Er hat es gerade genannt. Kommender Samstag, 13 Uhr, Marienplatz, Demo gegen den Feinstaub. Werben Sie dafür mit diesen Flyern, die wenig ja, gemacht. Okay. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Also am Mittwoch jedenfalls war noch nicht mal ein. Ich konnte nicht so tun, als wäre alles normal seit dem letzten Wochenende. Der Tod erschüttert Paris an einem entsetzlichen Tag. Er verändert das Leben total, mehr als man es je glauben mag. Was eben normal noch erschien, ist nun nicht mehr so, wie es war. Jeder Versuch zu verstehen macht den Wahnsinn nicht klar. In Schrecken und Angst eine Stadt, die das Leben so liebt, wird sie je wieder sein, so wie einst. Dieselbe, die es nun nicht mehr gibt, von Furcht und Terror gequält, hat sie doch überlebt. Niemals erlischt, ihr Glanz bald wieder über ihr schwebt. Jede Wunde auch wieder verheilt, auch wenn man sie nie mehr vergisst. Wer mit den anderen nur Schmerzen sich teilt, irgendwann doch das Leben vermisst. Leid zu lindern vermag die Musik, und auch Trauernden hilft oft ein Lied. Deshalb wünsche ich, mein Lied spende Trost, aus den Seelen den Schmerz herauszieht. Lasst Paris jetzt im Schmerz nicht im Stich, diese Stadt, die die Liebenden liebt. Sie empfängt und umarmt und verwöhnt, ihnen schönste Erinnerung gibt. Was dort Schlimmes geschehen ist, geschah. Wer dem Hass nun entgegen sich stellt, der gibt ihr seine Liebe zurück, so dass sie ihre Seele behält. Schluckst und dich weiter duckst, gib die Schuld nicht mir.
passiert bei einem GAU? Frag mal nach den Risiken und frag mal ganz genau, was ist das für ein Bauprojekt und wie wird's finanziert? Frag mal, wem es nützt und wer wurde wie geschmiert? Worauf wartest du noch? Worauf wartest du noch? Sag mir, worauf wartest du noch? Lebensmittel, die angeblich frisch. Frag, was kommt so heimlich gehen verändert auf den Tisch. Wie hört man dich ab, lenkt dich, ohne dass du's weißt. Frag, warum man dich um deine Grundrechte bescheißt. Worauf wartest du noch? Worauf wartest du noch? Auf den Geist und du willst dich beschweren, hast die Faxen dicke und du sagst, du willst dich wehren. TTIP und Atomkraft, NSA und NSU, Stuttgart 21, Überwachung kommt dazu. Worauf wartest du noch? Worauf wartest du noch? Wenn du dich nicht wehrst und dich nur beschwerst, Schuld nicht mehr. Wenn du alles schluckst und dich weiter duckst, gib die Schuld nicht mehr. Und nun siehst du fassungslos manches hier passieren. Menschen ziehen zu uns, die können kaum noch. Komm ich da aber nicht durch? Andere stellen sich quer, mögen sie nicht bei uns sehen. Lass sie nicht gewähren, sei nicht zu feige aufzustehen. Worauf wartest du noch? Worauf wartest du noch? Sag mir, worauf wartest du noch? Worauf wartest du noch? Machst du auch mehr als nur mitsingen? Wenn du dich nicht wehrst und dich nur beschwerst, gib die Schuld nicht mir. Alles schluckst und dich weiter duckst, gib die Schuld nicht mir. So müssen die Künstler hier bei der Montagsdemo gelobt werden. Richtig ist es. Kommen wir zu unserem zweiten Redner und damit zum Thema Stuttgart 21 an sich. Professor Wolfgang Hesse von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Eines seiner Lehrgebiete ist die Anschlussoptimierung in öffentlichen Verkehrsnetzen. Er beschäftigt sich also mit Fahrplänen und damit, dass diese Fahrpläne auch fahrbar sind. Das ist wichtig. Denn wir haben in den letzten Jahren hier bei Stuttgart 21 gelernt, dass die Bahn in der Lage ist, auf dem Papier Fahrpläne vorzulegen, die mit der Realität nichts zu tun haben, die einfach nicht fahrbar sind. Der Stresstest-Fahrplan ist also ein Exemplar für einen nicht fahrbaren Fahrplan. Deswegen haben wir heute Professor Hesse hier aus München. Heute Vormittag bereits haben wir Parkschützer zusammen mit ihm in einer Pressekonferenz aufgezeigt, dass Stuttgart und Ulm durch das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm vom restlichen Fernverkehr in Deutschland abgehängt werden. Das zeigt nämlich eine neue Studie des Bundesverkehrsministeriums. Aber das soll uns nun Professor Hesse selbst erklären, extra angereist aus München. Professor Wolfgang Hesse, Spezialist für Fahrpläne und für die Probleme bei Stuttgart 21. Bitte schön. Ja, liebe Mitdemonstranten, liebe noch nicht ganz abgehängte Freunde aus Stuttgart und aus aller Welt. Ich freue mich ebenfalls, dass ich hier heute zu euch sprechen darf, zu einem Thema, was mich seit langem sehr bewegt.
Heute sind wir zur 297. Montagsdemonstration zusammengekommen. Eine stolze Zahl und eine lange Zeit. Zeichen für eine Ausdauer und einen Durchhaltewillen, zu denen ich euch nur beglückwünschen kann. Aber diese lange Zeit zeugt auch von dem langen Atem und der unbeirrbaren Destruktivkraft der Stuttgart 21-Betreiber, die ihr zynisches Bahnrückbauprojekt zwar langsam, aber Schrittchen für Schrittchen immer weiter vorantreiben. Worum geht es diesen Betreibern? Es geht ihnen darum, den öffentlichen Verkehr aus dem öffentlichen Bewusstsein abzudrängen und in der Tiefe verschwinden zu lassen, um Platz zu schaffen für mehr Autoverkehr, Konsumtempel und Glitzerfassaden. Die Bahnhöfe von Barcelona Sants und Brüssel Central sind abschreckende Beispiele dafür. Es geht aber auch noch um mehr, nämlich um den deutschen Weltmeistermythos. Wir sind die Größten und wir machen das Unmögliche möglich. War es nicht möglich, die WM 2006 für ein Sommermärchen nach Deutschland zu holen, obwohl die Abstimmung darüber eigentlich schon verloren war? War es nicht möglich, den super effizienten Turbo-Diesel-PKW zu bauen, der ganz wenig Sprit verbraucht, märchenhafte Abgasnormen erfüllt und trotzdem nicht mehr kostet als andere Fahrzeuge seiner Größenklasse? Schien es nicht möglich, in Hamburg eine Elbphilharmonie und in Berlin einen Großflughafen zu bauen, die vor vielen Jahren fertig sein sollten und ein Sechstel oder Siebtel von dem kosten sollten, was sie allein bis heute verschlungen haben? Angela Merkel. Angela Merkel hat Stuttgart 21 treffsicher in die Riege dieser Weltmeisterprojekte eingereiht, als sie sagte, sie wolle, Zitat, mit dem Bahnprojekt Stuttgart 21 Deutschlands Zukunft gestalten. Zitat Ende. Was tut man aber, wenn man sich einmal auf solche Utopia-Projekte eingelassen hat? Nun, das kennen wir. Da muss die Trickkiste geöffnet werden. Da wird tolle Prüfstandssoftware entwickelt. Da fließen mysteriöse Backschisch-Transaktionen. Da werden eben mal so Etats und Budgets erhöht. Sogenannte Schlichtungen inszeniert. Stresstests manipuliert. Da wird die Bevölkerung mit Fehlinformationen eingelullt und lässt sich, leider, am Ende treuherzig zu unbedachten und folgenschweren Stimmabgaben verführen. Aber das hilft alles nichts. Auch in Stuttgart gibt es kein Utopia-Wunder. Lassen sich die Fakten nicht mit Verschleierung, Ruhigstellen der Presse und Berufung auf fragwürdige Volksabstimmungen wegwischen. Fakt ist, dass falls wirklich dereinst der Tiefbahnhof den Kopfbahnhof ersetzen sollte, Stuttgarts Bahnzukunft eine sehr abgespeckte, für die Bahnreisenden mühevolle, unbequeme, zeitraubende und dazu gefährliche sein wird. Fakten sind die unzulässige Bahnhofsschräglage, unzureichender Brandschutz, geologische und Grundwasserprobleme, fehlende Kapazitäten, chaotische Filterbahnhofsplanung und so weiter und so weiter. Alles Probleme und alle für sich allein genommen schon K.O.-Kriterien, die hier schon viele Male thematisiert wurden. Fakt ist, dass ebenerdiges und bequemes Ein- und Aus- und Umsteigen am Stuttgarter Hauptbahnhof nicht mehr möglich sein wird und man sich auch nicht mehr entspannt in einen vorher lange bereitstehenden Vorortzug wird setzen können. Fakt ist,
dass in Stuttgart dann vielleicht mal ein TGV aus Paris halten wird, wie heute auch schon. Dann aber hoffentlich wegen der Schräglage gut gebremst und vielleicht sogar nach Bratislava weiterfahren wird, obwohl da keiner hin will. Fakt ist aber auch, dass er kaum noch attraktive Anschlüsse in die Region haben wird. Damit sind wir bei unserem heutigen Spezialthema. Stuttgart im integralen Taktfahrplan. Ich kürze das gleich mit ITF ab. Früher gab es mal schöne Träume, auch ich hatte die. Baden-Württemberg zu einem Bahnland wie die Schweiz auszubauen. Man bräuchte eigentlich nur den Schweizer Fahrplan, nachdem dort Schul- und Arbeitszeiten, Verabredungen und das halbe Geschäftsleben ticken und der uns Bahnkunden in ganz Europa als Vorbild vorschwebt, auf Baden-Württemberg auszudehnen. Einen solchen Fahrplan habe ich schon 2007 hier in Stuttgart auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Da war ich zum ersten Mal zu diesem Thema hier. Stuttgart als Vollknoten. Das heißt, die Fern- und Nahzüge aus der Region kommen fast gleichzeitig alle an und fahren nach angemessener Umsteigezeit wieder in alle Richtungen fort. Das ginge und wir hätten es schon vor 20 oder 30 Jahren haben können für weniger als 1% der Baukosten von Stuttgart 21. Könnt ihr nachrechnen? Ja, ungefähr 50 Millionen zu 12 Milliarden für Stuttgart 21 plus Neubaustrecke sind 0,5%. Allerdings braucht man einen funktionierenden Fahrplan dieser Art, viele Gleise, damit die Züge auch gleichzeitig ein- und ausfahren können. Das ist logisch. In Stuttgart sind das genau 14. Ja, aber die haben wir doch im bestehenden Kopfbahnhof schon. Und noch zwei weitere für Reserve, Notfälle, Bauarbeiten. Macht nichts, sagen da unsere Tiefbahnhofsplanungsweltmeister. Wir fahren auch auf 8 Gleisen im Keller einen ITF. Wie der dann aussieht, haben die Bahnplaner bei der Stuttgarter Schlichtung, ich war selbst dabei und habe es gehört, vorgeführt. Da fahren die Züge munter hintereinander her, so wie sie gerade mit Mühe und Not und ein bis zweiminütigem Halten durch die Röhre passen. Längere Halte gehen nicht, denn sie würden den ganzen Weltmeister-Stressfahrplan als Makulatur entlarven. Und Anschlüsse sind, wie bei der S-Bahn, reine Glückssache. Wenn mein Zug aus Backnang 2 Minuten nach der Abfahrt des IC nach Zürich ankommt, der leider nur alle 2 Stunden fährt, dann habe ich Pech gehabt und kann mich jetzt 1 Stunde und 50 Minuten lang unter der neuen Leuchtkuppel im Tiefbahnhof dem Shoppen hingeben oder von Deutschlands Zukunft träumen. Das heißt lange 25 Jahre, nachdem sich das Schweizer Volk für das Projekt Bahn 2000 entschied, hat unsere Bundesregierung endlich den Deutschlandtakt in ihren Koalitionsvertrag als Leitidee aufgenommen. Die Vorgängerregierung hatte eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die seit Ende diesen Jahres, seit Ende März 2015, vorliegt. Darin gibt es 2 Nachrichten. Eine gute für Deutschland und eine schlechte für Stuttgart, Ulm und ganz Baden-Württemberg. Die gute Nachricht besagt, dass ein optimierter Fahrplan in Deutschland möglich wäre und erhebliche Fahrzeitverkürzungen und einen deutlichen Nachfragezuwachs zur Folge hätte. Steht drin in der Studie. Ich habe sie. Die schlechte Nachricht lautet, und sie ist auch öffentlich, ja? Die schlechte Nachricht lautet, in der konkreten Fahrplanstudie im Anhang kommen weder Stuttgart noch Ulm als ITF-Knoten vor. Ja, wie das? Stuttgart, Industriezentrum und eines der wichtigsten Bahndrehkreuze in Deutschland und Ulm, bedeutendes Regionalzentrum mit 5 Zulaufstrecken, kommen beim wichtigsten Bahnintegrationsplan überhaupt nicht vor. Hat da jemand geschlafen oder gar Aversionen gegen die südwestdeutschen Bahnzentren? Nein. Der Grund ist viel einfacher. Es geht einfach nicht. Mit der Mini-Gleiskapazität
die gerade einmal der von Provinzbahnhöfen wie Aschaffenburg oder Friedberg in Hessen entspricht, lässt sich kein ETF fahren. Daran kann auch der ausgefuchsteste Fahrplaner, auch ich nicht, können auch noch so getürkte Stresstests nichts ändern. Selbst die bei der Schlichtung eingeforderten und später im Orkus des Vergessens versenkten 10 Gleise im Tiefbahnhof würden da nicht helfen. Das alles war den Verfassern der neuen ETF-Studie natürlich klar. Da ihr Auftrag aber lautete, den Stuttgarter Tiefbahnhof und die Neubaustrecke nach Ulm als zukünftig gegeben vorauszusetzen, blieb ihnen gar nichts anderes übrig, als die beiden Städte bei ihren Planungen einfach außen vor zu lassen. Und so wird es dann wohl auch in der Zukunft sein, die Angela Merkel und ihre unterirdischen Tunnelweltmeister namens Herrenknecht und Co. gerade gestalten. Fernzüge werden ganz taktlos irgendwann ankommen, wenn der enge Fahrplan eine Lücke lässt, und werden in japanisch verkürzten Haltezeiten von 1 bis 2 Minuten abgefertigt. Anschluss gibt es immer dann, wenn zufällig mal ein Gleis frei ist. Und wenn der Bahnverkehr in Deutschland wirklich einmal zunehmen sollte, womit in unserem Autoweltmeisterland sowieso kaum noch jemand rechnet, dann fährt der TGV nach Bratislava eben über Frankfurt und die ICEs halten in Kornwestheim oder am Flughafen. Was soll's? Und dann geht es ab auf die neue weltmeisterlich geplante Hochgeschwindigkeitsstrecke nach Ulm, wo man in der Schweiz beim Gotthardtunnel für 12 Milliarden Franken den Scheitelpunkt der Strecke um 600 Meter tiefer legt. Da müssen im Schilderländle die Züge zum Preis von 12 Milliarden Euro künftig 300 Meter höher klettern. Ein deutsches Zukunftsprojekt, über das sich noch ein weltweites homerisches Gelächter erheben wird. Doch zurück zum bitteren Ernst. Noch liegt eine weite Wegstrecke vor uns, wenn wir den GAU, sprich größten anzunehmenden Unfug, Stuttgart 21 stoppen wollen. Denn auf der anderen Seite walten gewaltige Kräfte. Immobilienhaie, Tunnelbauer, Autolobbyisten, Bahnzerstörer und sonstige Spekulanten. Da waltet, um mit Goethe zu sprechen, die neoliberale Kraft, die stets das Gute will oder wenigstens zu wollen vorgibt und stets das Böse schafft. Lasst uns den neoliberalen Rattenfänger den Rücken kehren und von Utopia auf den Boden der Vernunft zurückkehren. Lasst uns weiter Flagge zeigen, wie damals in Mutlangen, Wackersdorf und beim Transrapid. Und lasst uns weiter für den Erhalt des Kopfbahnhofs kämpfen, für ein Zuschütten der Baugruben und eine Zukunft, in der Stuttgart vom Weltmeister im Autobau wird. Das ist echte Zukunftsgestaltung, Frau Merkel. Auf dass wir das gemeinsam erreichen, schließe ich mit Cato dem Älteren. Ceterum censeo, Stuttgart 21, esse terminandum. Und rufe euch allen zu, oben bleiben. Wolfgang Hesse aus München. Die Langversion seiner Rede erhalten Sie heute auf blauem Papier. Wie immer, wie gesagt, die Rede auf dem blauen Papier ist länger als die, die er hier gehalten hat. Das Bundesverkehrsministerium lässt also Stuttgart und Ulm beim Deutschlandtakt außen vor, und das,
weil man für einen Vollknoten in Stuttgart, also einen Knoten zur vollen Stunde, zwingend den Kopfbahnhof mit mindestens 14 Gleisen benötigt. Stuttgart 21 aber nur 8 Gleise haben soll. Wir brauchen in Baden-Württemberg eine Verkehrswende mit schnellem Netz. Wir brauchen funktionierende Anschlüsse, auch in Stuttgart und Ulm. Und wir brauchen einen Vollknoten eben zur vollen Stunde, dass sich alle Züge hier in Stuttgart zur vollen Stunde treffen und man hier gut umsteigen kann. Wenn Stuttgart und Baden-Württemberg vom Bahnverkehr der Zukunft nicht abgehängt werden wollen, wir haben es von Professor Hesse gerade gehört, sondern von den Vorteilen des Deutschlandtaktes profitieren möchte, führt natürlich kein Weg dran vorbei, den bestehenden Stuttgarter Bahnhof zu erhalten, den Kopfbahnhof nämlich. Um es noch einmal zu sagen, nur mit dem bestehenden Kopfbahnhof mit mindestens 14 Gleisen ist es möglich, Stuttgart als Vollknoten in einem Taktverkehr in ganz Deutschland zukunftsweisend zu etablieren. Das heißt doch, dass Verkehrsminister Winfried Herrmann es nicht zulassen darf, dass die längst überfällige Einführung des Deutschlandtakts an Baden-Württemberg vorbeirauscht. Es darf doch nicht sein, dass man hierzulande aus den Planungsfehlern des letzten Jahrtausends sich nicht löst. Verkehrsminister Herrmann muss sich dafür einsetzen, dass Stuttgart und Ulm am Deutschlandtakt angeschlossen werden können. Und das geht nur mit dem Kopfbahnhof mit mindestens 14 Gleisen. Kommen wir noch einmal zur 300. Montagsdemo, die eben vor genau diesem Kopfbahnhof stattfinden wird. 7. Dezember 2015, 300. Montagsdemo, 18 Uhr. Ich habe vorher schon von den Flyern gesprochen, die Sie ja viel verteilen, viel begehrt sind, die gerne verteilt werden und die dunkelrot sind. Ich wurde darauf hingewiesen, dass es vermutlich hier in der Dunkelheit nicht zu erkennen sind, dass diese Flyer zur 300. Montagsdemo dunkelrot sind. Außerdem wurde wohl schon nach Plakaten gefragt zur 300. Montagsdemo. Die haben wir noch nicht gedruckt, aber ich denke, dass wir die nächste Woche am Start haben. Wer also in seiner Bücherei oder in seiner Apotheke oder sonst wo mit einem Plakat für die 300. werben will, wird nächste Woche bedient. Kommen wir zum Abschluss noch zu zwei Terminen. Zuerst mal zu einem Termin direkt im Anschluss an die Montagsdemo. Unser Protest wird nämlich seit Beginn einer Diskussion heute Abend um 19.30 Uhr im Württembergischen Kunstverein. Der Autor diskutiert dort mit Peter Grohmann, mit dem Rechtsanwalt Roland Kugler und mit dem Publikum. 19.30 Uhr, Württembergischer Kunstverein, hier auf der anderen Seite des Schlossplatzes. Und dann gleich morgen früh um 7 Uhr erneut Protest gegen die Bahn, nämlich gegen die geliebte Trauerweide am Feuerbacher Bahnhof. Und die Bahn will diese Trauerweide fällen. Doch noch sind die Sägen nicht im Anmarsch und die öffentliche Aufmerksamkeit, die diesem symbolischen Baum seit Wochen zugutekommt, macht es der Bahn schwer, ihr Versprechen von 2013 zu brechen, diesen Baum nicht wegen einer Baustelleneinrichtungsfläche zu fällen. Wer es auf morgen 7 Uhr nicht schafft, kann um 17.30 Uhr morgen im Bezirksbeirat noch vorbeischauen, denn auch dort wird diese Trauerweide erneut thematisiert. Hier meinen herzlichen Dank an die Feuerbacher K21-Gruppe. Sie macht seit Tagen und Wochen zu diesem Thema gute und tolle Arbeit. Sie verdient unsere personelle Unterstützung. Applaus